Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Elite Dangerous. Und in der letzten Folge habe ich ja eine Rangmission erfolgreich abgeschlossen, mir dabei aber ein kleines bisschen ist gut, Kopfgeld eingehandelt. Und deswegen bin ich hier innerhalb dieses Systems, in dem ich die Mission gemacht habe, nochmal an einem Outpost gelandet, unten im Hangar jetzt mittlerweile drin. Da könnt ihr euch auch mal angucken, wie das hier aussieht. Im Hangar, da sieht es ein bisschen so aus, als ob man tatsächlich sogar meine Spielfigur sitzen sehen könnte. Oder eigentlich müsste der ausgestiegen sein, aber... Nee, der Stuhl ist leer, ist täuscht, glaube ich, oder? Weiß ich nicht genau. Schwer zu sagen. Wenn, dann habe ich auf jeden Fall einen fancy silbernen Helm auf. Doch, nee, da sitzt einer, oder? Ja, da sitzt einer. So, jedenfalls, so sieht das hier unten in den Hangars aus. Kennt man ja auch aus der Ansicht, ist aber natürlich, also aus der Cockpit-Ansicht, ist aber natürlich nochmal ein bisschen spannender, wenn man sich das hier in dieser Debug-Kamera anguckt. Und und ich bin hier also nochmal gelandet, Garnier Prospect, das ist dieser Outpost, in dem ich jetzt gerade bin, um zu schauen, ob ich hier mein Kopfgeld bezahlen kann. Könnt ihr mal kurz gucken. Garnier Prospect, die vorherrschende Fraktion, ist die Union of Hakinoa League. Und wenn wir hier gucken, ich habe 20.400 Credits Kopfgeld bei Union of Hakinoa League. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich habe zwischenzeitlich den Client-Launcher alles neu gestartet, in der Hoffnung, dass das hilft. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier unter Kontakte... Nee, geht nicht. Das ist das, wovon ich gesprochen habe. Das sind die Kopfgelder, die Kopfgeldbescheinigung. Die kann ich einlösen. Das funktioniert auf jeden Fall. Und hier seht ihr, ich habe noch ein paar andere. Habe ich alles eingelöst. Das sind die, die ich zuletzt eingelöst habe. Aber keine Strafen. Keine Strafen, die ich bezahlen kann. Das ist ein bisschen merkwürdig. Wie gesagt, verstehe ich nicht so ganz, was da das Problem ist. Ob ich da irgendwas falsch mache oder ob das das Spiel ist. Allerdings habe ich in verschiedenen Reddit-Foren etc. irgendwie auch schon von anderen Leuten gelesen, dass sie da ein ähnliches Problem haben. Dementsprechend scheißen wir jetzt auf das Kopfgeld, mir doch egal, und wir machen uns auf den Weg zurück in das System mit Y, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Müssen wir es nur noch finden. Kannst du, das da unten war es, Yimakuapa. So, und dann werden wir dort unsere Mission abgeben. Und hoffentlich im Rang aufgestiegen sein. Und dann gucken wir einfach mal, was mir dieser Rang bringt. Ob ich dann tatsächlich in den Rang eines Vize-Admirals aufgestiegen bin. Das klingt mir schon nach einem relativ hohen Rang, muss ich sagen. Also wie gesagt, mir wurden, wenn ihr euch erinnert, zwei Missionen angeboten. Einmal eine um Fanrecht... Oh, jetzt habe ich meine... Jetzt habe ich versehentlich meine Dinger ausgefahren hier. Meine Hardpoints, das wollte ich überhaupt nicht. Und das heißt natürlich jetzt, dass ich ein bisschen warten muss durch meine Energieverteilung. Wenn ihr mal hier guckt, ich habe zum Beispiel auch meinen Frameshift-Antrieb auf Prioritätsstufe 2 gesetzt. Das heißt, im Falle eines Überschreitens meiner maximalen Energiekapazität wird auch mein Frameshift-Antrieb abgestellt. Und das heißt, das dauert immer ein bisschen, bis er dann wieder einsatzbereit ist. Ich überlege aber, ob das nicht sogar... Den kann ich theoretisch sogar rausnehmen. Und es würde immer noch ausreichen. Machen wir das mal. Und jetzt springen wir mal hier rüber nach Yimakuapa. Und da hatten wir die Mission, glaube ich, auf dieser Bodenstation angenommen. Das heißt, wir landen dann jetzt nochmal auf dem entsprechenden Planeten in dem Outpost, in der Bodenstation. Letztens hatte ich übrigens auch ganz interessant, obwohl ich im Einzelspieler war, so einen Endlos-Hypersprung. Der zog sich dann tatsächlich 5 Minuten. Also da war ich in dieser Ansicht hier und der flog, es war ein Sprung von, weiß nicht, 5 Lichtjahren oder so, eigentlich keine große Geschichte. Aber das zog sich dann einfach ein bisschen. So, jetzt gucken wir hier mal ganz kurz, wo wir, nee, das war die falsche Seite. Marcus Gateway, das ist das, glaube ich, wo wir hin möchten, und das ist da vorne. Mal kurz hier ein bisschen höher fliegen, dass wir nicht so stark in dem geschwindigkeitsbeeinflussenden Bereich von diesem Planeten hier sind. Oder ob das auch eine Sonne ist, keine Ahnung. So, das müsste jetzt aber funktionieren. Nicht zu schnell bitte. Nicht zu schnell bitte bremsen. Ach komm schon, ach komm schon. Oh nee.
Gut. Also, da haben wir wieder Millisekunden gegen mich entschieden, dass ich einfach ein kleines bisschen zu spät realisiert habe, dass ich schon so dicht an diesem Planeten dran bin. Da reicht dann die Bremswirkung nicht mehr aus. Muss man dann mal einmal ein Looping fliegen, dann hat sich die Geschwindigkeit wieder eingefangen. So, und jetzt bin ich gespannt, von welcher Seite ich jetzt hier... Ich glaube, das ist okay. Aber ich glaube, ich komme ein bisschen steil. Ja. So gefällt mir das deutlich besser. So. Noch ein bisschen flacher können wir. So. Das scheint mir, glaube ich, ganz okay zu sein. Schauen, was der Winkel sagt. Orbital Flight engaged. 45, 40, ja. Alles gut. Wie gesagt, ich peile immer so zwischen 35, 45. Das versuche ich immer anzupeilen. Das klappt eigentlich auch in der Regel am besten. Und dann geht es eigentlich sehr, sehr schnell. Bin mal sehr gespannt. Irgendwann soll es ja auch möglich sein, auf Planeten mit Atmosphäre zu landen, wie sie das dann machen. Aber das wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Ist ja ein Feature, was nicht mal für 2016 angekündigt ist, also für die Horizons-Erweiterung. Mal gucken. Aber über die Horizons-Erweiterung haben wir uns ja auch schon weithin kritisch geäußert. Aber wie gesagt, bin trotzdem immer noch ein Freund von Elite Dangerous. Und ich hoffe, dass diese ganze Geschichte jetzt hier auch innerhalb dieser Serie meine Jagd nach dem passenden Rang, um mir das Schiff zu kaufen und das dann zu kaufen und auch zu upgraden, dass das irgendwie auch vom Zugucken irgendwie ein bisschen interessant ist. Auf jeden Fall kriegen wir ein bisschen Abwechslung mit rein, würde ich sagen. Ist die 2 überhaupt richtig? Die 2 ist richtig, ja. Ich hatte nämlich gesehen, dass ich das hier, dass das hier aufgeploppt war. So, jetzt fliegen wir mal fast direkt rüber und jetzt kann er hier das Navigieren darunter übernehmen, das macht er so zielsicher wie nur irgendwas. Zack, fertig. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. So, und dann einmal schwarzes Brett. Chaos ist unser Freund. Dreimal abschließen. Sie werden in den Rang eines Vizeadmirals der föderalen Hilfsflotte befördert. Okay, abschließen. So, zurück. Chance zur Beförderung zum Feldwebel. Ist denn ein Feldwebel? Also, da bin ich jetzt echt wieder mal ein bisschen, Okay, also dann gucken wir mal ganz kurz rein jetzt hier. Föderation, Rang, Rekrut. Okay, also dann ist wahrscheinlich, also so wie ich das annehme, dann wird das nicht richtig angezeigt sein. Wenn ihr diese Folge jetzt gesehen habt und unter der letzten mir das schon drunter kommentiert habt, dass das da nur falsch angezeigt wird, sondern dass man einfach diese Mission machen kann und dann immer einen Rang aufsteigt, ich bin jetzt Rekrut, werde danach was auch immer oder so, oder dass diese Ränge nichts miteinander zu tun haben, also dass der Rang, den sie mir da anzeigen, jetzt zum Beispiel mit dem Rang hier Rekrut überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass irgendwie eine andere Sache ist und es dann nur irgendwie wie so eine Art Punkt gibt, um diese Rangleiste da zu füllen. Falls ihr mir das also schon geschrieben haben solltet, dann tut es mir leid, ich habe das jetzt hier irgendwie alles ein bisschen am Stück aufgenommen, weil ich gerade ganz gut dabei war und genug Zeit hatte, heute irgendwie so ein bisschen am Stück aufzunehmen. Und ja, jetzt ist die Frage... Ich bin jetzt Rekrut 14%, 92% verbündet. Ob ich nicht einfach gleich noch so eine Mission annehme? Gucken wir doch mal. Was hier... Oh, jetzt ist es weg. Verlässliche Agentin. Verfügbare Mission an der Oberfläche. Ausgeknipst, Datenabruf, Installation. Ausgeknipst. Es wird ein Pilot benötigt, um ein Ziel in McCulley Depot auszuschalten. Turm. Wenn dieses Ziel
Form vorübergehend ausgeschaltet wird, verschafft das unseren Agenten genug Zeit, um ihre Arbeit in McCulley Depot fertigzustellen. Okay, Wirkung auf Rufmittel, Einfluss Mittel. Zerstören Sie den Generator, der mit dem Turm verbunden ist. Okay. Ich glaube, das kriegen wir hin. Dafür gibt es 400.000 Credits. Das ist auf jeden Fall mal ganz ordentlich. Ihr seht aber auch hier wieder 3 plus hinter McCulley Depot im System Dinda. Das heißt, das ist auch wieder ganz ordentlich verteidigt. Machen wir aber trotzdem mal. Ich rufe mal die Galaxiekarte auf. Wie weit ist denn das Dinda-System entfernt? So, das Dinda-System. Das ist hier gleich ums Eck. Einmal bitte. Und dann fliegen wir da mal hin und nehmen die mal an. 400.000 Credits, das sag ich doch nicht. Danke. So. Verlassen. Wahrscheinlich hatte sich das noch nicht aktualisiert hier. Weil dann, wenn ich die gleich angenommen hätte, hätte ich dann sofort nochmal eine Beförderungsmission machen können. Hm, wer weiß. Egal, haben wir jetzt nicht gemacht. Probieren wir vielleicht beim nächsten Mal aus. Jetzt geht's erstmal ins System Dinda, um dort mal wieder eine Bodenmission zu bestreiten. Nur sagen wir wenigstens mal wieder ein bisschen was anderes. Diesmal müssen wir uns also nicht mit so einem Terminal da verbinden, aber ich glaube, der Unterschied, wie sich die Mission dann letztlich spielt, der ist da auch nur marginal. Glaube ich. Ich glaube, das nimmt sich da nicht. Wir werden da hinfliegen, werden ein paar Türme und eventuell ein paar Drohnen ausschalten und ja. Und dann diesen, ob wir jetzt da einen Generator kaputt machen oder ob wir uns mit so einem Terminal verbinden, macht wahrscheinlich unterm Strich auch keinen Unterschied. Da ist es dann wieder so ein bisschen das Ding mit den Missionen und mein Problem, was ich damit habe. So, es gibt da zwar irgendwie verschiedenste Sachen und ich meine jetzt mit 400.000 Credits, das ist jetzt auch nicht so total beschissen, wie wir es jetzt auch schon in ähnlicher Form in anderen Missionen gesehen haben, wo es dann 40.000 Credits gibt oder irgendwas. Aber ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, es wäre ein bisschen mehr möglich gewesen. Irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwas anderes. Wie gesagt, natürlich die Möglichkeiten, die jetzt die Star Citizen Alpha schon bietet, darüber, dass ich natürlich mein Schiff verlassen kann, die sind natürlich ganz anders. Das ist klar. Aber, wupp, steuert sich ein bisschen schwierig. So, jetzt glaube ich, wenn wir hier hochziehen. Aber ich glaube trotz allem, dass irgendwie noch ein bisschen was Interessanteres als das, was sie jetzt hier haben, durchaus drin gewesen wäre. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, wie man das interessanter hätte gestalten können. Ich meine, sie haben die ganzen Bodenstationen. Ja, wäre natürlich auch durchaus interessant gewesen, da vielleicht auch mit dem SRV bestimmte Innenbereiche betreten zu können und dort, keine Ahnung, vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen was Storymäßiges. Da können sie sich ja einen Pool von zusammenhängenden Storybausteinen anschaffen, weil ich weiß, dass das ja alles zufällig generiert wird und so, das ist ja gar nicht das Ding. Aber das wäre ja irgendwie möglich gewesen, dass es so ein ganz kleines bisschen mehr immersive ist. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz, wo wir hin müssen. Transaktionen ausgeknipst, McCulley Depot. Das war falsch. McCulley Depot, mittlere Sicherheit. Ziel auswählen. Genau hinter uns. Oh. Müssen wir erstmal noch an der Sonne vorbei hier. Aber dann sind es 450 Lichtsekunden. Das geht. Das geht auf jeden Fall. Ist halt auch das Ding, ne? Was man natürlich bei Elite in allen Ecken immer beachtet, ist, wie weit sind so bestimmte Konstellationen, Stationen, irgendwas vom Einsprungpunkt an der Sonne entfernt. Ne? Und dann irgendwie gerade für die Händler ist das immer immens wichtig, bei Handelsrouten zu beachten, dass sie da nicht, keine Ahnung, 5000 Lichtsekunden noch von der Sonne immer irgendwie zu der jeweiligen Station hinfahren müssen, weil das natürlich nicht sonderlich rentabel ist, wenn man auch eine Station finden kann, wo es eben nur 400 sind, 300 oder noch weniger. Und das ist zum Beispiel eine Sache, über die man sich bei Star Citizen, glaube ich, dann überhaupt keine Sorgen machen muss. Erstens sind die Systeme grundsätzlich über so eine
vorgegebenen Sprungrouten miteinander verbunden. Also man muss dann, denke ich, auch zu einem bestimmten Punkt innerhalb des Systems, um überhaupt zwischen Sonnensystemen hin und her springen zu können. Und wenn man dann erstmal in einem System ist, hat man mit diesem Quantum Drive die Möglichkeit, in unglaublicher Geschwindigkeit diese Distanzen zurückzulegen und kommt dann auch oder springt dann aus diesem Quantum Drive heraus immer in einer sehr, sehr dichten Entfernung zum eigentlichen Ziel. Und das macht die ganze Sache natürlich deutlich schneller. Das heißt, da ist einfach das, was wir bei Elite Dangerous haben, wo also das Reisen an sich im Grunde genommen sowas wie ein Spielfeature ist, da spielt das keine sonderlich große Rolle. So, hier ist natürlich, ich verbringe relativ viel Zeit damit, natürlich mein Schiff hier auch hinzubewegen, und es gibt ein paar Dinge dabei zu beachten, mehr als dass ich irgendeinen speziellen Knopf drücken muss. Das hat natürlich was, und das ist das, was ich meinte, wenn ich sage, das fühlt sich insgesamt ein bisschen mehr so an, als wenn hier der Simulationsgedanke bei Elite ein bisschen größer ist, weil ich mich mit solchen Dingen auseinandersetzen muss, und dadurch wirkt es, ja, simulationslastiger, nicht so arcadisch, wie es jetzt dann zum Beispiel bei Star Citizen der Fall ist. Ich kann auch nicht genau sagen, was mir besser gefällt, weil ich finde das sehr gut, dass das so ein bisschen simulationslastiger bei Elite Dangerous ist. Andererseits ist das aber auch fast alles, was da ist. So, wenn es ein bisschen mehr zu tun geben würde, hätte ich, glaube ich, nichts dagegen, also mich auch um das die Fortbewegung richtig kümmern zu müssen. So, das sind jetzt so, aber das ist mehr eine Vermutung als alles andere. Auf dem Radar seht ihr jetzt diesen blauen Kreis, was so für Points of Interest. Ich nehme mal an, dass dieses Depot hier der besagte Point of Interest ist. Und hier wird es, glaube ich, auch wieder sehr interessant, eine passende Stelle zum Landen zu finden. Ich werde mal versuchen, hier irgendwie dieses Plateau zu nehmen. Hier sieht es nicht ganz so stark gewellt aus. Unbefugtes Eindringen. Oha. Das heißt, wir haben jetzt schon Freunde gefunden hier. Dafür habe ich jetzt eine Strafe bekommen, Sperrgebiet verlassen. Aber die Überschreitung wurde trotzdem geahndet. Wir sind noch 180 Meter beim Boden. Ich werde mal das Fahrwerk ausfahren und dann hoffen wir, dass wir hier irgendwo runterkommen. Ungeeignetes Terrain. Ja, das kann sein. Ich will trotzdem ein bisschen tiefer noch, bevor wir uns jetzt hier langsam vorwärts bewegen. Achso, ich bin noch in die falsche Richtung unterwegs. Ich nehme mal an, hier in der kleinen Bodenwelle werden wir was finden. Ausrichtung okay. Dann gehen wir mal hier runter. Was? Ausrichtung okay. So. Gelandet. Dann werden wir mal unser Fahrzeug absetzen und uns mal mit dem McCully Depot hier auseinandersetzen. Ich glaube, so hieß das doch. Yep, so hieß das. Da ist es. Wir werden erstmal ein bisschen Strecke machen. Warum sind meine Schilde schon so... Krieg ich schon aufs Maul hier? Also nicht, dass ich was wahrnehmen würde. Wir sind noch ein ganzes Ende von dem Stützpunkt entfernt. Aber hier fährt es sich nicht so gut. Und ich bin sehr gespannt. Ihr seht, ich bin verbündet hier eigentlich mit der jeweiligen Fraktion hier. Das heißt, das ist natürlich auch was meiner... Also wo ich auf jeden Fall Kopfgeld bekomme, was aber auf jeden Fall auch Auswirkungen auf meinen Ruf hat. Könnte sogar sein, dass es sehr kontraproduktiv ist, was ich hier mache. Aber mal gucken. Probieren das einfach mal ein bisschen aus. Diese ganzen kleinen lokalen Fraktionen, ne, da ist es auch immer wahnsinnig schwierig, da irgendwie den Überblick zu behalten. Was man denn jetzt hier, wer denn hier wo jetzt gerade irgendwie was beherrscht und hast du nicht gesehen? So, also irgendwie, da vorne sind eine ganze Menge Drohnen. Die sind alle grün. Und ich habe jetzt auch noch keine Trespassing-Warnung bekommen. Ich bin hier aber richtig, oder? Also ich meine... Ausgeknipst. McCully Depot im Dinder-System. Ja, ist alles richtig.
Also ich nehme an, spätestens wenn ich den besagten Generator gefunden habe und den auch tatsächlich zerstört habe, sind die hier nicht mehr alle so wahnsinnig freundlich mit mir. Alarm, unbefugtes Eindringen. Sie müssen das Gebiet verlassen. Ja. Das wird jetzt, glaube ich, gleich sehr, sehr lustig werden. So. Noch greift mich nichts an. Hier sind eine ganze Menge Drohnen. Ihr seht die da. Und ich habe jetzt eine Strafe bekommen, weil ich hier drin bin. Jetzt geht's los. So. Jetzt. Oh, was ist passiert? Oha. Okay, also das ist irgendwie nicht gut gelaufen hier. Mein Rumpf ist ordentlich angekratzt. Okay, aber Schilde laden sich wieder auf. Dann kann ich auch direkt mal schauen, ob ich eventuell jetzt über die Synthese-Geschichte hier eventuell in der Lage bin, was zu reparieren. Ja, das ist tatsächlich was, was ich auch ein bisschen gemacht habe, nämlich meinen Vorrat an Materialien ein bisschen aufzufüllen. Zum Reparieren brauchen wir Eisen und Nickel. Davon habe ich 8, 2 und 1 brauche ich fürs Reparieren. Und dann sind wir wieder gut. Da sind wir wieder bei 100%. Und jetzt muss ich natürlich nur noch versuchen, irgendwo besagten Turm und den dazugehörigen Generator zu finden, was, glaube ich, schon ohnehin sehr, sehr schwierig werden wird. Was ist das hier eigentlich? Aha, ist kein Mensch. Also, ich habe mal wieder die Vermutung, dass ich da irgendwie hoch muss, wo es noch abgesperrt war. War ja wieder so ein Tor zu sehen. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Alles Spekulation. Das wird einem ja auch nicht so wirklich angezeigt, ne? Also es ist jetzt nicht so, wie man das aus anderen Spielen kennt, wo dann irgendwie ein großer leuchtender Punkt dafür sorgt, dass man genau weiß, wo man hinrennen muss oder wo man hinfahren muss. Aber hier ist auf jeden Fall kein Sicherheitsterminal oben, was ich von oben erreichen könnte. Also gehe ich mal davon aus, dass es hier irgendwo rundherum irgendwas geben muss. Entweder auch ein Generator, der auszuschalten ist, oder irgendwas anderes, mit dem ich Verbindung aufnehmen kann. Hier ist es nicht. Ich meine, hier ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie anvisieren kann. Oder das da? Ne, es bringt alles nichts. Fahren wir mal hier rüber. Ich fahre jetzt erstmal nochmal da hinten links rum weiter, um in der Hoffnung, dass da noch irgendwas kommt. In der Regel war das bisher immer so, dass diese entweder Sicherheitsterminals oder Generatoren tatsächlich irgendwie sehr nah an dem entsprechenden Gebäudeabschnitt gewesen sind. Natürlich keine Garantie. Und wie ihr seht, hier ist jetzt auch nichts weiter. Wenn ich, das ist hier nochmal so eine merkwürdige Plattform. Kann alles Mögliche sein. Okay, dann fahren wir mal nochmal nach da hinten. Da waren wir ja auch noch nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass sie jetzt jüngst tatsächlich so ein bisschen die Bandbreite der Bodenstationen, die man entdecken kann, irgendwie ein bisschen erhöht haben. Also das ist jetzt hier auch eine Form von Außenposten, die ich so noch nicht gesehen habe. So, ne, hier gibt es aber auch nichts weiter. Da drüben gibt es jetzt, glaube ich, gleich mal noch einen Geschützturm, der mich gleich beschießen wird, oder? Oder auch nicht. Ist hier irgendwas? Das ist doch, glaube ich, so ein Generator, oder? Und hier kann ich da oben auch das Ding sehen. Ja, das war richtig. Also können wir... Oh,
Commander Taldor hat mir gerade nachträglich frohe Weihnachten gewünscht. Das finde ich wahnsinnig nett. Solltest du dir das Video angucken, weißt du, warum ich dir nicht sofort zurückgeschrieben habe, weil ich gerade mitten in der Aufnahme und in der Mission bin und ich jetzt irgendwie an meinem Hotas hier vorbeigreifen müsste, um irgendwie auf um irgendwie an meine Tastatur ranzukommen. Das ist nicht so einfach. Aber ich danke dir für diesen Weihnachtsgruß. Sehr nett. Auch wenn jetzt das durchaus schon vorbei ist, aber man ist ja immer noch so ein ganz kleines bisschen. Also bei mir gibt es auf jeden Fall noch Weihnachtsreste essen. Also das heißt, und solange es noch so weihnachtliches Essen gibt, bin ich auch immer noch weihnachtlich unterwegs. Oha. So. Na, bitte einmal wieder schauen. So, da unten bewegt sich jetzt noch die eine oder andere Drohne. Konnte ich von hier aus sehen. Ich vermute, dass das besagter Generator ist hier. Nee. Zumindest kam keine Einblendung, dass sich da irgendwas getan hat hier. Nö. Das war er offensichtlich noch nicht. Geht's denn hier noch irgendwohin weiter? Say what? Von da hinten? Von da hinten greifst du mich an? Nö, da kannst du, nö, da kannst du ein bisschen zu mir kommen. Du kleines Kackteil. Die machen dann nämlich hier auch immer schön. Spielen die Verstecken. Die Dinger. Seid doch nicht so wahnsinnig feige. Zeigt euch und dann spielen wir ein bisschen. Und dann verstecken die sich immer. Eigentlich ist das ganz cool gemacht, ne, muss ich sagen. Dann ist das nicht ganz so einfach. Also zumindest auf die Distanz. Oh, das sind auch drei sogar, sehe ich gerade. Okay, eine haben wir. Gucken, ob die jetzt da hinten nochmal hochguckt. Sie sich traut. Deswegen ist, ich habe jetzt irgendwie bei der Folge hier wieder nicht auf die Uhr geguckt. Es könnte sein, dass das eine längere Folge wird, weil ich möchte in dieser Folge auch ganz gerne die Mission beenden. Das wäre schon irgendwie ganz gut. Okay, das war diese und dann gibt es noch die da. Die hat auch nicht mehr viel. Das war's. So, sehr schön. Dann haben wir irgendwie die mal vernichtet. Ich glaube, hier geht es jetzt nicht so richtig weiter, oder? Kann man hier oben auf der Mauer langfahren? Ja, könnte man. Ich weiß, ob man das möchte. Aber was bringt das? Wir können das ja mal... Probieren wir das? Weil sonst muss ich... Nachher muss ich nämlich rückwärts zurückfahren. Das wird auf jeden Fall echt eine Katastrophe. Ich guck mal kurz, was es hier vorher sonst noch so gibt, wenn es nichts weiter zu entdecken gibt. Habe ich denn jetzt überhaupt diesen... Das können wir ja direkt auch nochmal. Habe ich überhaupt diesen... Den richtigen hier? Ja, Energieversorgung-Treibstofflager. Nee, ich glaube, das ist das Falsche. Energieversorgung, Treibstofflager. Wir brauchen Energieversorgung für irgendeinen Turm. Weiß halt nicht für welchen, aber auch das findet sich ja vielleicht noch. Hier gibt es nichts. Es kann natürlich auch sein, dass das hier der vollkommen falsche Bereich ist. Und das sieht mir so ein bisschen so aus, als wäre dem auch so. Denn auch hier gibt es natürlich wieder mehrere Gebäudekomplexe. Und wenn ich jetzt irgendwie der Meinung wäre Turm, dann ist das da drüben natürlich eigentlich eher sowas wie ein Turm. Okay, dann versuchen wir mal irgendwie da rüber zu kommen. Aber das war ja hier auf jeden Fall auch schon mal in Ordnung. Da hinten geht's wieder raus, glaube ich. Yep, sehr gut. Und dann muss ich, glaube ich, nochmal aus diesem gesamten Komplex hier raus, um da rüber zu kommen. Ist hier die Tür zu? Haben die hier die Tür zugemacht? Das geht? Ist ja schräg. Komme ich denn jetzt etwa gar nicht zu dem Turm darüber? Das wäre ja echt abgefahren. Dann müsste ich, glaube ich, die ganzen... Also entweder finde ich dann ein Sicherheitsterminal oder ich muss diese Datenpunkte aktivieren. Davon habe ich jetzt hier aber in dieses Bereich ist auch noch nicht sonderlich viele entdeckt. Da hinten gibt es, glaube ich, keinen Ausgang. Nee, der ist auch zu. Na, das ist doch mal schräg. Gucken, ob ich damit irgendwie interagieren kann hier. Anwählen kann ich die, glaube ich, nicht.
Wenn ich dicht genug rangehe, passiert hier auch gar nichts. Nee. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Möglichkeit finden, hier irgendwie rauszukommen aus diesem Komplex. Dementsprechend könnte es natürlich sein, dass ich die Mission hier doch nicht mehr in dieser Folge komplett zu Ende kriege, weil ich keine Ahnung habe, wie ich hier rauskomme. Ich habe oben dort einen so einen Data-Link-Terminal gesehen. So einen Datenpunkt. Einen. Und das ist hier auch nochmal so ein Energieversorgungssicherheitssystem. Ja, die ist jetzt wieder da, deswegen kommen wir da oben nicht mehr rein. Da oben ist jetzt schon wieder... Eigentlich ist das Ding noch kaputt, aber da oben ist schon wieder, da oben ist schon wieder die Tür zu. Das ist ja auch mal überhaupt nicht bescheuert. Hm. Okay, ihr merkt schon, ist nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt und gewünscht habe. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier aus dem Komplex wieder rauskommen und wie das überhaupt alles funktionieren soll. Und ich würde dann jetzt, es könnte sein, dass die Folge jetzt sogar ein bisschen kurz ist, weiß ich nicht genau. Aber ich würde jetzt mal sagen, irgendwie das schauen wir uns zusammen in der nächsten Episode an. So. Einfach mal, dann haben wir irgendwie ein bisschen mehr Zeit, hier irgendwie noch ein bisschen wahllos in der Gegend rumzufahren und zu gucken, wie wir hier wieder rauskommen aus dem Ding. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.